Hi Leute, voll cool, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute geht's weiter mit einem Lego Technik Set. Das habe ich aber gebraucht bekommen und da war keine Verpackung mehr dabei. Deswegen kann ich heute kein Unboxing machen, also es wird heute nur ein Review zu dem Set geben. Das Set heißt Baustellen-Set und hat die Nummer 42023. Die Altersempfehlung von Lego ist 8 bis 14 Jahre. Und für 59,99 bekommt man genau 834 Teile. Okay, dann würde ich sagen, schauen wir uns die Fahrzeuge doch mal ein bisschen genauer an. Als erstes hätten wir hier dann den Kipplaster. Der ist ungefähr 20 cm lang, 10 cm hoch und ca. 7 cm breit. Und der hat auch ein paar coole Funktionen und die gucken wir uns jetzt mal genauer an. Das wäre mal der Anblick von vorne. Also das Modell gefällt mir echt richtig gut. Hier vorne sieht man schon die Lichter mit den Blinkern, hier oben auch nochmal Warnleuchten und natürlich die langgezogene Motorhaube, wie man es von den amerikanischen LKWs kennt. Hier ein schöner Radkasten. Das Fahrerhaus ist angedeutet. Sieht richtig cool aus. Das ist dann mal der Anblick von der Seite. Hier sieht man auch noch die großen Auspuffrohre, die hier so nach oben weggehen, natürlich auf beiden Seiten. Und hier hat man dann auch die erste Funktion. Und zwar dieses Element hier, wenn man da dran dreht, passiert Folgendes. So, passt auf. Da seht ihr, wenn man da dran dreht, hebt sich hinten der Hänger oder der Kipper und dann fallen die ganzen Teile raus. Ziemlich cool. Das ist dann mal der Anblick von unten und da kann man gucken, wie die Funktion dann, wie das alles funktioniert. Also ihr seht ja da die zwei Zahnräder, die da. Die drehen sich und dadurch geht diese Stange, die hier, die da, geht dann nach oben und dadurch wird der Kipper angehoben. Also eigentlich recht ziemlich cool. Die nächste Funktion ist dann hier oben auf dem Dach und zwar dieses Rädchen. Das ist dann die Lenkung quasi. Das zeige ich mal. Also wenn man da dran lenkt, sieht man unten, wie sich die Reifen bewegen. So, perfekt rückwärts eingeparkt. Das nächste Modell ist dann der Radlader. Den können wir uns auch mal kurz im 360-Grad-Schwenk anschauen. Der ist ca. 21 cm lang, 13 cm hoch und 9 cm breit. Toll in dem Gelb gehalten, richtig große Räder. Eine große Kippe vorne dran, eine große Schaufel. Hinten ein paar Warnaufkleber. Sehr, sehr cool. Der Radlader hat sogar drei Funktionen. Das hintere Rädchen hier, wenn man da dran dreht, hebt und senkt sich vorne die Schaufel. Das können wir uns auch mal von unten anschauen. Da seht ihr dieses Zahnrad da. Und wenn man dann dran dreht, bewegt sich das. Man sieht auch noch dahinter ein schwarzes, ist ein bisschen schwer zu erkennen. Aber so funktioniert es. Und dann hebt sich und senkt sich vorne eben die Schaufel. Die nächste Funktion ist dann die Kippfunktion von der Schaufel. Dafür muss man einfach an diesem schwarzen Hebel hier den einfach nach vorne machen. Und dann fallen die Steinchen raus. Und wieder nach oben. Sehr cool. Und die dritte Funktion, das ist wieder die Lenkung. Das ist dann funktioniert mit diesem Rädchen. Quasi wenn man da dann dran dreht, bewegen sich eben die Reifen.
Okay, fast perfekt. Rückwärts eingeparkt. Okay. Das dritte Modell ist dann der Grubenbagger. Gucken wir uns den auch mal im 360-Grad-Schwenk an. Der ist ca. 22 cm lang, 11 cm breit und 17 cm hoch. Und die Ketten unten, die wurden aus 40 einzelnen Teilen zusammengeklickt. Also das war nicht so cool, das war eine richtige Arbeit. Aber sieht richtig cool aus und mein Lieblingsmodell in dem Set. Der hat auch wieder drei Funktionen, die können wir uns auch mal kurz anschauen. Die erste Funktion hätten wir hier. Wenn man da dran dreht, ich zoome mal kurz raus, dann seht ihr das. Bewegt sich oben, also dreht sich oben quasi der Bagger. Und das geht einmal um 360 Grad. Genau, perfekt. Die nächste Funktion wäre dann hier hinten. Wenn man da dran dreht, hebt und senkt sich die Schaufel. Das ist ein bisschen, also da muss man echt ein bisschen länger kurbeln, bis die dann ganz unten ist. Aber es funktioniert. Wieder hoch. Also, wie ihr schon merkt, das dauert ein bisschen, bis man da fertig gedreht hat. Aber es funktioniert. Hier vorne sehen wir dann die beiden Zahnräder, über die das dann abläuft. Ich drehe mal hinten und dann könnt ihr es sehen, wie schön das alles funktioniert. Ich zoome mal ein bisschen raus und dann seht ihr auch, wie sich die Schaufel hebt bzw. senkt. Ja, dauert etwas. Ich hoffe, ihr habt Zeit heute mitgebracht. Aber es funktioniert. So, und die letzte Funktion haben wir hier, diesen Hebel. Da zoome ich auch mal kurz raus, dann seht ihr, was dann passiert. Wenn man den einfach nach hinten macht, bewegt sich dann die Schaufel. Das geht wiederum besser und auch schneller. Okay, also das war dann mal mein Video zu dem Lego Technik Set mit der Nummer 42023, das Baustellen Set. Also ich finde es richtig cool, für den Preis kriegt man ordentlich was geboten und ja, kann es weiterempfehlen, falls ihr euch für sowas interessiert. Gut, dann hoffe ich mal, das Video hat euch gefallen und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Also Leute, macht's gut, haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.